Wenn Sie sich dieses Video zum ersten Mal ansehen, werden Sie bei weitem noch nicht alles verstehen. Auch beim zweiten und beim dritten Mal noch nicht, denn dann werden noch nicht alle Themen behandelt sein, die für das Verständnis dieses Videos wichtig sind. Das macht nichts. Schauen Sie sich das Video immer wieder einmal nebenher an und versuchen Sie, immer ein bisschen mehr als beim letzten Anschauen zu verstehen. Worum geht's in diesem Fallbeispiel? Hierarchien von Klassen gibt es überall. Hier haben wir eine Oberklasse, zweidimensionale geometrische Form. Und von der sind diverse Unterklassen abgeleitet für die verschiedenen speziellen Arten von geometrischen Formen. Zum Beispiel Kreis, Ellipse oder Rechteck, aber auch Text ist eine geometrische Form. Es gibt ein paar Attribute, die alle Arten von geometrischen Formen gemeinsam haben. Jedes Attribut soll für sich ausgelesen und überschrieben werden können. Alle geometrischen Formen, egal von welcher Art, haben einen Rand und daher eine Randstärke und eine Randfarbe. Sie alle haben aber nicht nur einen Rand, sondern auch ein Inneres und somit eine Füllfarbe. Ein geometrisches Objekt kann völlig durchsichtig sein oder teilweise durchsichtig oder gar nicht durchsichtig. Das heißt, man sieht die Objekte dahinter klar oder noch ein bisschen oder gar nicht. Das nennt man die Transparenz eines Objektes. Die Transparenz kann zwischen 0 und 100% variieren. 100% heißt völlig durchsichtig. Jedes zweidimensionale geometrische Objekt hat eine Position in der Koordinatenebene. Ist potenziell um einen Winkel aus der Ausgangslage gedreht? Und möglicherweise noch perspektivisch verzerrt. Und natürlich soll es eine Möglichkeit geben, das Objekt auf einer zweidimensionalen Fläche zu zeichnen, zum Beispiel auf dem Bildschirm oder als Bild in einem Textdokument oder auf dem Drucker. Wir gehen die verschiedenen Attribute jetzt anhand von anschaulichen Beispielen durch. Diese Ellipse hat Randfarbe rot und Füllfarbe gelb. Sie hat einen Transparenzwert irgendwo in der Mitte zwischen 0 und 100%, sodass das grüne Rechteck dahinter noch etwas durchscheint. Die Position eines geometrischen Objekts wird angegeben durch einen Referenzpunkt. Häufig wird dafür der linke obere Eckpunkt des umfassenden Rechtecks genommen. Das machen wir in unserem Fallbeispiel auch. Gezeigt ist das umfassende Rechteck und der Referenzpunkt der Ellipse. Durch Verschieben des Referenzpunktes lässt sich das ganze Objekt verschieben. Hier sind beide Objekte um denselben Winkel und den gemeinsamen Mittelpunkt rotiert, sodass das Bild als Ganzes rotiert ist. Dieses Ensemble zeigt beispielhaft einen einfachen Fall von perspektivischer Verzerrung. In einer Richtung, hier einfach in der horizontalen, ist das Gesamtbild gestreckt worden. Eine zweite Verzerrung tritt dadurch ein, dass die Bildpunkte umso weiter nach rechts verschoben sind, je höher sie im Bild sind. Die verschiedenen speziellen Arten von geometrischen Formen haben noch weitere, jeweils spezifische Attribute. Ein Kreis hat einen Radius. Eine Ellipse hat zwei Radien. Ein Rechteck hat Höhe und Breite. Ein Polygon hat Eckpunkte. Text als geometrisches Objekt hat verschiedene textliche Attribute wie etwa die Schriftart. Und so weiter. Das waren natürlich nur ein paar wenige Beispiele. Wir kommen nun zur Implementation der Basisklasse in Java, also der Klasse, die zweidimensionale geometrische Formen generell repräsentiert. Die drei Punkte gehören nicht zu Java, sondern zeigen an, dass auf dieser Folie noch Bestandteile der Klasse ausgelassen sind, die wir erst später betrachten. Wir können den Namen einer Klasse in Java sehr frei wählen. Wir entscheiden uns für diesen Namen, GeomForm2D. Im Video über syntaktische Bestandteile von Java-Programmen werden die Regeln eingeführt, die bei der Namensgebung einzuhalten sind. Das Schlüsselwort Class zeigt an, dass alles, was in diesem geschweiften Klammerpaar steht, die Definition einer Klasse ist. Eine systematische Einführung gibt es im Video über Klassen und Objekte. Das Schlüsselwort Abstract zeigt von vornherein an, dass diese Definition der Klasse GeomForm2D Lücken haben wird, die erst in den abgeleiteten Klassen
für die speziellen Arten von geometrischen Formen sinnvoll gefüllt werden können. Das werden wir später genauer sehen. Systematisch wird die Bedeutung von Abstract im Video zur Vererbung und Polymorphie erklärt. Mit Schlüsselwort Public wird angezeigt, dass diese Klasse nicht versteckt, sondern allgemein sichtbar und verwendbar im Java-Programm ist. Das Private hingegen zeigt das genaue Gegenteil an. Alle Attribute sind vor der Außenwelt versteckt. Ihre Werte können nur in Methoden der Klasse GeomForm2D ausgelesen bzw. geändert werden. Zu diesen Methoden kommen wir gleich. Public und Private werden im Video zu Zugriffsrechten und Packages genauer erklärt. Die ersten beiden Attribute. Jedes geometrische Objekt soll einen Referenzpunkt mit x-Koordinate und y-Koordinate haben, wie wir es eben schon in den Zeichnungen gesehen haben. Beispielsweise bei diesem Kreis also der Punkt mit x-Koordinate 300 und y-Koordinate 100. Der Nullpunkt der Zeichenfläche ist in der Informatik meist links oben wie hier. Noch ein Beispiel: Bei Strecken ist der Referenzpunkt je nach Steigungswinkel jeweils der hier eingezeichnete Punkt. Das Schlüsselwort int zeigt an, dass das Attribut eine ganze Zahl ist. Int ist die Abkürzung für das englische Wort integer oder integral, das unter anderem ganzzahlig heißt. Int ist ein sogenannter primitiver Datentyp. Zu primitiven Datentypen gibt es ein eigenes Video. Das dritte Attribut, der Winkel, um den das Objekt aus seiner Ausgangslage gedreht ist. Wegen Datentyp int stellen wir nur ganze Gerade dar, also ganze 360stel eines Kreises. Der Transparenzwert zwischen 0 und 100. Wie schon erläutert, besagt er, wie durchsichtig das geometrische Objekt ist, also wie gut man die Objekte dahinter sehen kann. Wert 100 heißt volle Durchsichtigkeit, bei Wert 0 kann man überhaupt nicht hindurchsehen. Diese beiden Attribute sind nicht vom Typ int, sondern vom Typ color. Ein Attribut vom Typ color speichert einen Farbcode, das heißt den Code für eine spezifische Farbschattierung. Color selbst ist aus drei Attributen zusammengesetzt, nämlich für den Rot-, Grün- und Blauanteil der Farbschattierung. Für den Rand des Objekts kann man eine Farbe auswählen und unabhängig davon eine andere oder auch dieselbe Farbe für das Innere. Wie gesagt, sind die Attribute wegen Schlüsselwort Private nach außen unsichtbar. In der Regel macht man das in objektorientierten Sprachen so. Wir werden später in diesem Video sehen, warum das wichtig ist. Für den Zugriff auf die Attribute von außen führen wir daher unsere ersten Methoden ein. Zu jedem Attribut schreiben wir eine Methode, mit der man den momentanen Wert des Attributs ausliest, und eine weitere Methode, mit der man den Wert des Attributs mit einem neuen Wert überschreibt. Diese beiden Methoden sind ebenfalls Teil der Klasse GeomForm2D. Die Punkte oben und unten besagen wieder, dass davor und danach noch mehr Inhalt in der Klasse ist. Zum Beispiel die Attribute, die wir eben besprochen haben. Das sind die Namen der beiden Methoden für das Attribut Rotationswinkel. Die Konvention ist, dass die beiden Methoden den Namen des Attributs enthalten mit einem Namensvorsatz get bzw. set. Und zwar get für das Auslesen des Wertes und set für das Überschreiben des Wertes. Die Attribute selbst sind private, wie wir gesehen haben. Aber die get-set-Methoden sind dann natürlich public, denn mit den beiden Methoden wollen wir ja von außen auf das Attribut zugreifen. Hier wird jeweils auf den Wert des Attributs zugegriffen, einfach durch den Namen des Attributs. Das Schlüsselwort return heißt in der Informatik so viel wie zurückliefern, also imperativ liefere zurück. Es zeigt an, dass der Wert, der danach kommt, von der Methode nach draußen zurückgeliefert wird. Eine Anweisung, die so aussieht, ist eine Zuweisung. Das heißt, die Speicherstelle auf der linken Seite des Gleichheitszeichens erhält einen neuen Wert, nämlich den Wert rechts des Gleichheitszeichens. Konkret hier bekommt das Attribut Rotationswinkel, also den Wert des Parameters Winkel zugewiesen.
Was heißt Parameter? Jede Methode kann ein oder mehrere Parameter haben. Wenn die Methode aufgerufen wird, bekommt jeder Parameter einen konkreten Wert. Die Methode SetRotationsWinkel hat nur einen Parameter, dem wir den Namen Winkel gegeben haben. Der Wert, der Winkel im Aufruf zugewiesen wird, wird durch das Gleichheitszeichen dann dem Attribut Rotationswinkel weiter zugewiesen. Die Methode getRotationsWinkel hat keine Parameter, daher ist die Liste der Parameter leer. Aber die runden Klammern müssen trotzdem hingeschrieben werden. Der Rückgabetyp von Methode getRotationsWinkel ist int und tatsächlich wird auch ein int-Wert mit return zurückgeliefert. Das Schlüsselwort void hier anstelle des Rückgabetyps besagt, dass die Methode keinen Wert von irgendeinem Typ zurückliefert. Die get- und set-Methoden für die anderen int-Attribute sehen völlig identisch aus, brauchen wir also nicht extra zu behandeln. Als nächstes daher die get- und set-Methode für das Attribut Randfarbe. Der Hauptunterschied war, dass dieses Attribut nicht vom Typ int, sondern vom Typ color ist. Daher steht jetzt überall color, wo vorher beim Rotationswinkel int stand. Sonst ist wieder alles identisch. Damit verlassen wir die getSet-Methoden und kommen zu einer anderen Methode, nämlich die Methode zum Zeichnen des geometrischen Objekts. Jetzt kommen wir auch auf das Schlüsselwort Abstract zu sprechen, das wir vorhin schon zwischen Public und Class gesehen haben. Wie schon gesagt, wird damit eine Lücke angezeigt. Und diese Lücke ist unter anderem bei der Methode Zeichne. Deshalb steht auch hier Abstract. Wenn mindestens eine Methode wie hier mit Abstract bezeichnet ist, muss auch die ganze Klasse mit Abstract bezeichnet sein. Auf den Parameter vom Typ Graphics kommen wir später zurück. Was bedeutet nun dieses Abstract bei Methoden? Es bedeutet, dass diese Methode nicht implementiert wird, sondern anstelle der Implementation steht hinter der Parameterliste nur ein Semikolon als Abschluss. Denn die Klasse GeomForm2D steht ja für allgemeine geometrische Formen. Die Methode Zeichne kann man überhaupt nicht sinnvoll für allgemeine geometrische Formen implementieren. Für jede konkrete geometrische Form, wie Kreis oder Rechteck, weiß man hingegen genau, wie die Methode Zeichne zu implementieren ist. Wir werden nun auch für die konkreten Formen Klassen definieren und sie von GeomForm2D ableiten. Allerdings werden wir wieder für jede Klasse nur einige Details beispielhaft besprechen, aber natürlich dann auch Methode Zeichne. Als erstes Beispiel eine Klasse für Kreise, die wir dann auch Kreis nennen. Diesen Teil kennen wir schon von GeomForm2D. Schlüsselwort Class sagt, dass hier eine Klasse definiert wird. Kreis ist der Name der Klasse. Und Public sagt wieder, dass diese Klasse nach außen hin sichtbar ist. Dieser Teil ist neu. Schlüsselwort Extends sagt, dass die neue Klasse Kreis die schon definierte Klasse GeomForm2D erweitert. Wir sagen im Folgenden, Kreis ist von GeomForm2D abgeleitet. Die wichtigste Konsequenz ist, dass Klasse Kreis alle Attribute und Methoden hat, die auch GeomForm2D hat. Wir sagen, Klasse Kreis erbt alle Attribute und Methoden von GeomForm2D. Mehr dazu im Video über Vererbung und Polymorphie. Die Klasse Kreis hat aber auch noch ein paar weitere Attribute und Methoden, die GeomForm2D nicht hat. Insbesondere hat Kreis ein Attribut Radius. Natürlich wieder private. Und zu diesem Attribut gibt es auch wieder eine get-Methode, die wie gehabt den Wert des Radius zurückliefert. Und ebenso wie gehabt eine set-Methode, die nichts zurückliefert, daher void, sondern den momentanen Wert des Radius-Attributs mit dem Wert des Parameters RAD überschreibt. Wie gesagt, können wir die Methode Zeichne nicht allgemein für Klasse GeomForm2D implementieren. Daher war Methode Zeichne abstract in Klasse GeomForm2D. Für Klasse Kreis wissen wir aber, wie eine Zeichne-Methode zu implementieren ist, also machen wir das jetzt.
Ein Parameter namens klein g vom Typ Graphics. Klasse Graphics bekommen wir geschenkt. Klasse Graphics ist schon enthalten in der Java Standardbibliothek. Klein g ist verbunden mit einer echten Zeichenfläche, die irgendwo sein kann. Auf dem Bildschirm, in einer Grafikdatei, wo auch immer. Was das für eine Zeichenfläche ist, ist irrelevant für das korrekte Zeichnen von Kreisen und daher hinter Klasse Graphics versteckt. So sieht in Java der Aufruf einer Methode einer Klasse aus. Klein g vom Typ der Klasse, ein Punkt, der Name setColor der Methode und in runden Klammern die Werte der Parameter. Für die nun folgenden grafischen Operationen auf der Zeichenfläche setzt die Methode setColor die Zeichenfarbe. Und zwar mit der momentanen Randfarbe des Kreises, weil diese unmittelbar folgende Zeichenoperation den Rand des Kreises zeichnet. Um die momentane Randfarbe zu bekommen, kann einfach die von Geomform2D ererbte Methode getRandFarbe aufgerufen werden. Methode getRandFarbe wird mit dem Objekt aufgerufen, mit dem auch Methode Zeichner aufgerufen wird. Methode drawOval zeichnet den Rand einer achsenparallelen Ellipse und erhält als erste zwei Parameter die Koordinaten des Referenzpunktes. Der Referenzpunkt ist für Graphics genau so definiert, wie wir das auch für unsere Kreisklasse gemacht haben, der linke obere Eckpunkt des umschließenden achsenparallelen Rechtecks. Als dritten und vierten Parameter erwartet drawOval die beiden Durchmesser der Ellipse. Da wir hier Zeichner für die Klasse Kreis implementieren, sind beide Durchmesser natürlich gleich. Noch einmal dasselbe, jetzt das Innere des Kreises. Dafür wird zuerst analog die Zeichenfarbe auf die momentane Füllfarbe des Kreisobjektes gesetzt. Und mit Methode fillOval wird das Innere mit der momentanen Zeichenfarbe ausgefüllt. Die Bedeutung der vier Parameter ist exakt dieselbe wie bei Methode drawOval oben. So, jetzt haben wir die Klasse Kreis soweit fertig. Wir haben nicht alle Methoden gesehen, aber die wir gesehen haben, sind exemplarisch auch für die anderen. Jetzt wollen wir die Klasse Kreis auch benutzen und einen Kreis zeichnen. So wird ein Objekt der Klasse Kreis eingerichtet, auf das die Variable klein k verweist. Im Video zu Klassen und Objekten werden Zeilen dieser Art ausführlich erläutert. Hier fassen wir uns kurz. Eine Variable namens klein k von Klasse Kreis wird eingerichtet. Technisch gesprochen ist der Inhalt von k eine Speicheradresse. Ein Objekt vom Typ Kreis wird angelegt und die Speicheradresse des neuen Objektes wird der Variable k zugewiesen. Hier sehen wir in Aktion, was vorhin nur angedeutet wurde, dass nämlich Attribute und Methoden vererbt werden. Die Methoden setPositionX, setPositionY und setTransparenz sind schon in Klasse Geomform2D definiert und deshalb auch in der abgeleiteten Klasse vorhanden. Die drei Attribute Position X, Position Y und Transparenz sind ebenfalls vererbt und können daher von den Set-Methoden gesetzt und von den Get-Methoden ausgelesen werden. Methode SetRadius ist hingegen nicht von Geomform2D ererbt, sondern diese Methode haben wir gerade eben spezifisch für Klasse Kreis geschrieben. Und jetzt die Methode Zeichner. Der Referenzpunkt hat die Koordinaten 300 und 100 und der Radius ist 150. Und so sieht dementsprechend das Ergebnis aus. Noch ein anderes Beispiel für spezielle geometrische Objekte, nämlich Strecken, völlig analog zu Kreisen. Wo vorher Kreis stand, steht jetzt Strecke. Ansonsten alles gleich in der Kopfzeile. Eine Strecke ist am einfachsten und zweckmäßigsten definiert durch ihre Endpunkte. Das sind die Koordinaten des einen Endpunktes und das sind die Koordinaten des anderen Endpunktes. Natürlich sollten wir die Strichdicke flexibel halten, also als ein Attribut. Hinzu kommen die Attribute von Geomform2D, die auch hier ererbt werden.
Strecken sind ein schönes Beispiel, um zu erläutern, warum wir nicht einfach die Attribute public setzen, sondern private und dafür dann umständlich für jedes Attribut eine get- und eine set-Methode basteln. Genauer gesagt betrachten wir das Setzen der Koordinaten des Referenzpunktes. Der entscheidende Punkt ist, wenn der Referenzpunkt bewegt wird, wird natürlich die ganze Strecke bewegt. Das heißt, die Koordinaten der beiden Endpunkte müssen ebenfalls verändert werden. Wir betrachten nur die X-Koordinate. Die Y-Koordinate geht völlig analog. Das ist wie bisher die Zeile, mit der der Wert des Attributs mit dem Wert des Parameters überschrieben wird. Zudem müssen aber auch die X-Koordinaten der beiden Endpunkte der Strecke entsprechend verschoben werden, was in diesen beiden Zeilen geschieht. Damit sollte beispielhaft klar geworden sein, warum der Zugriff auf ein Attribut in der Regel durch Get- und Set-Methode moderiert werden sollte. Es kann eben sein, so wie hier, dass es mit dem Umsetzen des Attributs nicht getan ist, sondern dass beispielsweise der Wert dieses Attributs konsistent sein muss mit den Werten anderer Attribute. So etwas sollte dann in Get und Set eingekapselt sein, denn sonst müsste man an jeder Stelle, an der man die Position neu setzt, auch diese beiden Zeilen immer dazu schreiben. In einem größeren Programm können das leicht Dutzende oder Hunderte Stellen sein. Wenn man da irgendwo die beiden Zusatzzeilen vergisst oder ihnen eine leicht falsche Logik gibt, hat man einen Fehler angebaut, der in der Regel sehr schwer zu finden sein wird. Da ist es doch besser, man schreibt das alles nur einmal in der Set-Methode. Dann kann man nichts mehr mit dem Attribut falsch machen, denn da das Attribut selbst private ist, kann man die Set-Methode, die alles richtig macht, gar nicht umgehen. Und wenn man in einer Revision des Programms einmal den Zusammenhang zwischen den Attributen modifiziert, muss man einfach nur die Get- und die Set-Methode anpassen und gut ist. Auch für eine Get-Methode gibt es genauso gute Gründe wie für eine Set-Methode. Da sich die Koordinaten des Referenzpunktes eh aus den Koordinaten der beiden Endpunkte sofort ergeben, könnten wir uns die Koordinaten des Referenzpunktes, zumindest bei Strecken, eigentlich sparen. So könnten dann die Koordinaten des Referenzpunktes bei Bedarf berechnet und zurückgeliefert werden. Falls der erste Endpunkt weiter links als der zweite Endpunkt ist, wird die x-Koordinate des ersten Endpunktes zurückgeliefert. Ansonsten die x-Koordinate des zweiten Endpunktes. In jedem Fall also die linkere von beiden. Sind beide gleich weit links? Also wenn die Strecke strikt vertikal ist, ist egal, ob x1 oder x2 zurückgeliefert wird, beide Werte sind eh gleich. In dieser Implementation wird bei Gleichheit x2 zurückgeliefert, weil x1 nur dann zurückgeliefert wird, wenn x1 strikt kleiner als x2 ist. Völlig analog natürlich die y-Koordinate. Am Ende dieses Videos malen wir noch ein kleines Bild, um zu sehen, was man mit diesen ganzen Klassen jetzt eigentlich anfangen kann. Zuerst ein Kreis mit der Position des Referenzpunktes und dem Radius, die wir schon vorher einmal gewählt hatten. Dazu ein achsenparalleles Rechteck mit dieser Position des linken oberen Eckpunktes und diesen Abmessungen. Und noch eine Strecke mit diesen Koordinaten der beiden Endpunkte. Das Bild speichern wir in einem Array. Zu Arrays gibt es ein eigenes Video. Hier sprechen wir nur kurz die für dieses Fallbeispiel wesentlichen Punkte noch einmal an. Die Variable namens Bild ist kein Geomform2D, sondern ein Array vom Komponententyp Geomform2D. Das wird durch dieses eckige Klammerpaar hinter dem Typnamen festgelegt. Und hier wird in eckigen Klammern festgelegt, dass das Array namens Bild genau drei Komponenten hat. Die Indizes der Komponenten eines Arrays beginnen in Java immer mit 0. Die drei Komponenten haben also Index 0, 1 und 2.
An Index 0 setzen wir den Kreis K in das Bild ein. Das geht, weil die Klasse Kreis von Geomform 2D abgeleitet ist. Mehr dazu im Video zur Vererbung. An Index 1 kommt das Rechteck R. Auch Klasse Rechteck ist ja von Geomform 2D abgeleitet. Und an Index 2 völlig analog die Strecke S. Hiermit malen wir nun schlussendlich das Bild. Dies ist eine Schleife, genauer gesagt eine Vorschleife. Schleifen werden im Video zu Anweisungen genau erläutert. Hier muss reichen, dass diese Schleife über die Indizes des Arrays Bild läuft, also über die Werte 0, 1 und 2. In jedem Durchlauf steht der jeweilige Wert, erst 0, dann 1 und dann 2, in der Schleifenvariablen i. Für jedes der drei geometrischen Objekte setzen wir die Randfarbe auf Rot. Warum die Konstante Rot so komisch konstruiert ist, wird im Video zu Klassen und Objekten erklärt. Analog setzen wir die Füllfarbe auf Gelb. Und dann wird das Objekt gezeichnet. Methode Zeichne ist für jede Objektart anders implementiert. Und genau diese spezifische Implementation wird jeweils aufgerufen. Zuerst zeichnet die Implementation für Klasse Kreis den Kreis K, dann zeichnet die Implementation für Klasse Rechteck das Rechteck R, schließlich wird die Strecke S durch die Implementation für Klasse Strecke gezeichnet. Mehr dazu im Video über Vererbung. Und so sieht das Endergebnis aus. Natürlich kann man auf diese Weise nicht nur so einfache, sondern beliebig komplexe abstrakte Bilder zeichnen. Entscheidend ist, dass jede Art von geometrischen Objekten eine eigene Klasse ist, die von Geomform 2D abgeleitet ist und eine eigene, zu dieser Objektart passende Implementation der Methode Zeichne hat.